Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Murdered Soul Suspect. Und wir stehen hier vor dem Polizeirevier und können eigentlich hier nochmal schnell. Diesen ganzen Geschichtskram sollte ich wirklich mal nachschlagen. Wann waren die Prozesse? 1800? Ach, vielleicht hat der noch eine Information. So, hinein. Salem Police Department betreten. Jawohl. Komisch, jetzt hierher zurückzukommen, auf diese Weise. Ein Ort, den ich in harten Zeiten, in denen ich plötzlich wieder Alleinwaldstütze gebrauchte. Seltsam, wie die Geschichte sich wiederholt. Heute Nacht war das erste Mal, dass er eine Pistole benutzt hat. Der Typ verlässt sich auf seine Nahkampffähigkeiten. Wenn du dich ihm also näherst, ist er im Vorteil. Aber Sir, wenn wir uns nicht nähern können, wie verhaften wir ihn? Erinnert euch ans Training. Er ist jetzt ein gesuchter Copkiller. Wenn ihr ihn seht, schießt. Glockenmörder-Einsatzzentrale. Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt. Ich habe hier irgendwie seltsame Grafikbugs. Oder das ist so gewollt. Keine Ahnung. Poltergeist. Recherche zum Glockensymbol. Ähnlichkeit des Symbols. Steht das in Verbindung mit dem Symbol des Glockenmörders? Puh. Keine Ahnung. Symbol des Mörders. Signatur am Tatort. Das Symbol, das der Glockenmörder an seinen Tatorten zurücklässt. Was hat eine Glocke mit seinen Morden zu tun? Tja, da tut sich noch rausstellen. Nein, Sir. Das wüsste ich selbst lieben gern. Nein. Zurzeit keine Verdächtigen, Sir. Das läuft auf schlechten Führungsstil hinaus, Lieutenant. Die Entscheidung, dass Ronan allein reingeht, verantwortest allein du. Wir verlieren einen unserer Männer und du hast weder einen Verdächtigen noch Hinweise? Also, Captain, er hat Handschuhe getragen und außer der Klinke an der Wohnungstür nichts angefasst. Hat keine Abdrücke, Fasern oder sonstige Spuren zurückgelassen. Und wenn du glaubst, ich will nicht auch, dass der Typ dafür bezahlt, liegst du gehörig falsch. Pass auf, was du sagst, Rex. Jeder weiß, er war dein Schwager. Daran brauchst du uns nicht zu erinnern. Verlierst du nochmal die Beherrschung, werden sich noch mehr von uns Ronin anschließen. Verstanden? Finde den Typen. Oder irgendwas, das uns direkt zu ihm führt. Sofort. Das ist ein Befehl. Ja, verstanden. Rex Frustration. Rex ist angesichts fehlender Beweise und ausbleibenden Fortschritts in meinem Fall frustriert, ja. Und mir gehen gerade hier so ein bisschen die Grafikbugs ja schon auf den Sack, muss ich sagen. Es wurde zwar berichtet. Opfer. Verbindung zwischen den Morden. Alle Opfer an der Tafel waren junge Frauen ohne Anzeichen sexueller Gewalt. Es wurde ja berichtet, dass das Spiel grafisch auch ein paar Bugs haben soll. Orte des der Morde. Die Glockenmorde wurden an willkürlichen Orten in der ganzen Stadt begangen. Es scheint keine Gemeinsamkeit zwischen den Orten zu geben. So. Update zu neuen Entwicklungen. Joy and Cassandra Foster. Vermisstenfoto, Poster. Flyer einer Vermisstenmeldung. Stuart wollte ein Update zu etwas aufgrund kürzlicher Entwicklung. Was ist passiert? Größe ca. 1,90, Gewicht ca. 95 Kilo, Bau athletisch, Ethnie kaukasisch, Augenfarbe blau, Erkennungsmerkmale immer mit Maske und Kapuze. Die Polizei glaubt, der Glockenmörder hat blaue Augen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich konnte sein Gesicht kaum sehen, als ich ihn konfrontierte. Poltergeist! Ich muss an die Abteilung glauben. Schön.
Poltergeist. So, ich denke mal, wir haben ja alles untersucht. Muss man gerade gucken. 7 von 11. Glockenmörder Einsatzzentrale. Also müssen ja noch irgendwelche Sachen sein, wa? Ja, Moment. Wir Korps halten zusammen. Also wir können den nicht beeinflussen. Ja, wahrscheinlich gibt es hier noch mehr Sachen, ich meine. Für Gefühle ist kein Platz. Ja, die Grafikbox ist schon ganz schön. Guck mal, lustige Sachen machen, wa? Wann ist zum letzten Mal ein Beamter von hier im Dienst gestorben? Was soll sie denn damit zu tun haben? Der Chef muss Rex von dem Fall abziehen. Er wird kaum klar denken können. Machst du Witze? Den kriegst du nicht mal mehr mit Gewalt von ihm. So. Aber hier scheint es irgendwie nicht... nicht noch irgendwas zu geben, außer dass man hier lustige Poltergeist-Sachen machen kann. Aber... keine einschlägigen Hinweise. Infos zu meinem Mörder. Es gibt immer noch keine Verdächtigen in dem Fall. Ein Unfall wird nicht ausgeschlossen. Was? Ein Unfall? Aber der einzige Beweis für Fremdeinwirkung war das mit Filzstift gemalte Glockensymbol. Keine Abdrücke auf dem Stift. Mhm. Oh. Plakette des Kampfes von 1776. Hier gaben im Dezember 1776 13 Soldaten der Kontinentalarmee ihr Leben im Kampf gegen einen Überraschungsangriff der britischen Truppen. Aha. Macht er denn hier schon wieder? Wieso hast du gesessen? Ist eine komplizierte Geschichte. Sagen wir einfach, ich wollte nicht irgendeinen Richter entscheiden lassen, wie ich den Rest meines Lebens verbringe. Das ist meine Entscheidung. Also habe ich sie getroffen. Aber das ist jetzt sowieso egal, oder? Wenn es das wäre, wärst du jetzt nicht mehr hier. Vielleicht kann ich helfen. Nö. Ich weiß das zu schätzen, aber du musst dich um deinen eigenen Scheiß kümmern. Ich komm schon klar. Wie immer. Trotzdem danke. Mhm. Na gut. Wenn du klarkommst, kommst du klar. Lichten hier. Wenn ich nur meinem Jüngeren selbst sagen könnte, was aus mir wird. Meine ersten Verbrechen. Ich werde nie den Rausch meines ersten Diebstahls vergessen. Er sah es nie kommen und ich sah es nicht kommen. Als mein Vater meinen Arm mit einem eiskalten Grinsen und einer Tätowiernadel festhielt, um mir ein Andenken an ein Verbrechen zu geben, das unvergesslich sein sollte. Ich muss hier raus. Da ist ein Geist gleich da in der Zelle. Mhm. Hier bin ich. Keinen anderen Ort. Sehen Sie das echt nicht? Genug im Knast. Du auch? Da ist noch einer. Sag nicht, du siehst den Kerl nicht. Er ist die Frage ist natürlich, ob hier auch irgendwelche Dämonen rumeiern, wa? Hab ich noch gar nicht geguckt. Poltergeist! Das standhafte Gespenst. Mhm. Poltergeist. Ja, das ist hier alles so ein bisschen nebenbei, ne? Also. Aha. Was ist passiert? Verrätst du mir, was passiert ist? Wonach sieht's denn aus? Ich bin tot.
Ja, das sehe ich. Ich meinte, wie bist du gestorben? Autopsien sind nicht so gründlich, wenn die Todesursache offensichtlich ist. Ich weiß nicht. Ein Haufen Pillen, einige Schlaftabletten. Es sollte friedlich sein. Ich wusste nicht, dass man aufwacht. Was soll ich denn jetzt tun? Tja, da fragst du den Falschen. Ich lasse es dich wissen, wenn ich es rausfinde. Mhm. So, sehr interessant hier, wa? Ist dein Spinnennetz-Tattoo nicht ein Symbol für einen Gefängnisaufenthalt? Meine eigene Leiche sehen. Nichts kann dich darauf vorbereiten, deine eigene Leiche zu sehen. Es fühlte sich noch nie so nach einer leeren Hülle an. Himmel, ich sehe aus wie ein Krimineller. Spinnen im Netz. Aber sein eigenes Tattoo ein. Aber Tattoos könnten uns Hinweise liefern. Echt? Ein wenig Respekt wäre nett. Sind das Gitterstäbe? Wir bezahlen sie nicht für das Analysieren von Tattoos. Ich meine, hier könnte man ja auch noch irgendwelche Hinweise finden, wa? Ich meine, die könnten ja mal ein bisschen jassieren mit ihrer. Wow. Sein ganzer Arm sieht aus wie ein Bekenntnis zu. Die sieht auch noch recht frisch aus, wa? Gut, ja. So wirklich aufschlussreich ist das hier alles nicht. Muss ich mal so sagen. Das sind hier die Verhörräume, wie das ausschaut. Infos zu meinem Mörder. Claire Anna Melson, weiblich, 20 Jahre alt, Studentin. Okay. Tja. Wenn er will ja immer, dass ich zu der Ermittlung gehe, wa? Aber ich habe in dem Zimmer keine Hinweise mehr gefunden, von daher habe ich mich jetzt hier erstmal auf den Weg gemacht, um alles zu erkunden, ne? Aber. Hier gibt es ja auch nicht mehr so viel. Da hinten leuchtet noch was. Zeugenbeschreibung der Kleidung. Zeugin sagt, sie sah einen Mann im dunklen Kapuzenshirt, wie in der öffentlichen Beschreibung. Dunkle Hosen und Schuhe, konnte sein Gesicht nicht sehen. Ja. Alter Geist. Hey, Baxter. Verlässt du dich immer noch auf diese Zaubertante? Du weißt, ich halte nichts von diesem Geisterscheiß. Aber sie hat eine Spur. Für mich zählt nur das Ergebnis. Wenn du eine verlässlichere Quelle findest, lass es mich wissen. Baxters Beziehung zur Mutter der Zeugin. Baxter arbeitet immer noch am Glockenmordfall, obwohl er davon abgezogen wurde. Ich glaube nicht, dass das der Mörder ist. Kann ich mir... Bin nicht von der Mordkommission. Ich bin erst nicht vorstellen. Infos zu meinem Mörder. Jennifer Gielbach, weiblich, weiß, schlanker Körperbau, zuletzt von Freunden auf dem Ashland Hills Friedhof gesehen, nach einer Party mit anderen Cheerleadern, seit 2 Tagen vermisst. Tja, jetzt sind wir immer rum, würde ich sagen, wa? Oh, lol. Just Cause 2. Wer macht denn da Werbung? Ach, oben können wir auch noch machen. Jo, na ja. Wenn, dann gucken wir uns alle dann, wa? Und welche Dämonen? Nee. Arsch. Er hatte Unrecht, selbst wenn er Recht hatte. Als Baxter versuchte, mich zu bedrohen. Baxter dachte, er könnte mir mit seiner Vergangenheit drohen. Als meine Vergangenheit nicht alle Schaden, den sie anrichten konnte, bereits verursacht hätte.
Tja. Da leuchtet noch was. Du Scheiße. Infos zu meinem Mörder. Anne Grace, weiblich 22 Jahre alt, keine unmittelbare Familie, öffentlich bekannt als Madame Agatha, eine Neuheit unter Hellsiern. Mhm. Ja, schon alles weitläufig hier war, aber... nicht sehr aufschlussreich. Also man latscht hier zwar so lustig durch die Gegend. Du hast sie geheilt. Die Krankheit in ihrem Kopf. Du hast sie erträglich gemacht. Tja, ich schätze, jetzt seid ihr vereint. Rex, Gedanken 2 von 2. Rex ist dankbar, dass Ronan Julia durch ihre psychische Erkrankung hilft. Aha. Die ist psychisch krank. Aha. Was hat sie denn für einen Schaden? Fürs Gedanken. Ich pflegte Rex im Revier zu besuchen, aber das ist Jahre her. Als ich also heute mit Ronan ging, sah ich den Ort in einem ganz neuen Licht. Der Raum, der ganz dem Glockenmörder gewidmet war, machte mich sprachlos. Alles, was sie wissen oder von denen sie glauben, dass es eine Verbindung haben könnte, ist in diesem Raum. Die Leute, die diesen Raum betreten und verlassen, strahlen eine merkwürdige Energie aus. Man könnte glauben, dort werde eine Religion ausgeübt. Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen. Mhm. Infos zu meinem Mörder. Karen Mary Douglas, weiblich 37 Jahre alt, Buchhalterin ledig. Kein Vorstrafenregister, keine gewaltsamen Beziehungen. Gesellschaftlich bekannt für Ouija-Brett-Partys mittwochnachts. Was sind denn Ouija-Bretts oder wie das heißt? Für Partys. So. Julius Gedanken. Der große Tag, ich dachte, er kommt nie. Zwischen Ronan, der es tatsächlich durchgezogen hat, und Rex, der sich um den Papierkram kümmerte, konnte so viel schief gehen. Aber es ist soweit. Und mein Mann hat jetzt eine Marke. Steht ihm gut. Und er liebt es. Ich glaube, er stolziert noch mehr als zuvor. Gott, ich liebe einen Kerl in Uniform. Mhm. Julius Gedanken. Ich wusste immer, dass es Ärger gab, aber ich wusste nicht, dass er offiziell verhaftet worden ist. Das ist schlimmer als gedacht. Es sind nicht nur geringfügige Vergehen, sondern auch Straftaten. Also, als ob sein Leben bereits ruiniert ist. Wie kann ich mein Leben mit seinem vereinen? Hm, ja. Es ist so... geht schon irgendwie. So, drei von den Schrotflinten noch. Julius Gedanken. Das war ein ziemliches Grundstück, das Rex da abgezogen hat, Ronan zum Detective zu machen, ohne viel Zeit auf Streife zu verbringen zu müssen. Er überzeugte den Captain und den Commissioner, dass Ronans Kenntnisse am besten zum Einsatz kommen, wenn er in Zivil unterwegs ist. Ronan war sehr erleichtert. Hm. Tja, das sind hier so die ganzen Büros, wa? Erkenntnis? Die Vorgehensweise ändert sich bei jedem Mord. Der innere Antrieb ist der gleiche. Deswegen erscheinen die Morde beliebig und zusammenhängend. Aber die Polizei sieht die Verbindungen nicht. Außer Officer Baxter. Eigentlich vertraue ich ihm nicht. Aber er ist meine einzige Chance. Erinnerung der Profilerin. Ein Verhaltensmuster in den Mordmotiven, das die Polizei nicht sieht. Ist der Fokus von Joyce Mutter, aber sie hat Schwierigkeiten, die Cops davon zu überzeugen, sie ernst zu nehmen. Also das ist hier dann das Büro von der Tante, beziehungsweise von der Mutter, der Kleinen. Hm.
Infos zu meinem Mörder. Nahezu keine Beweise einer Fremdeinwirkung am Tatort, außer dem Glockensymbol. Keine Fingerabdrücke, keine DNA, keine unmittelbaren Verdächtigen. Ach ja. So, alles sehr weitläufig hier, muss ich sagen. Und hilft alles auch nicht so wirklich weiter, muss ich sagen. Also das ist... Tja. Ich würde sagen, wir können die Treppe hier wieder verlassen. Hier waren wir überall schon. Ich werde mal nochmal zur Ermittlung zurückkehren. Poltergeist. Um eventuell doch noch irgendwie... Ich sollte nachsehen, ob es neue Spuren in meinem Mordfall gibt, tja. Das Problem an der Sache ist... Hier unmittelbar gibt es nichts. Details untersuchen. Aha. Obduktionsbericht. Todesursache erdrosseln. Trauma an Nacken und Kehlkopf durch Erdrosseln. Schwere Abschürfung an Handgelenken und Knöcheln. Wahrscheinlich auch das Resultat von Fesseln aus Hanfseil. Konsistent mit allen anderen Glockenmorden. Ergebnis: Mord. Muster der Mordopfer. Alle Opfer wurden vor ihrer Ermordung gefesselt. So, hier ist gerade irgendwo ein Typ lang gelaufen. Aber das schauen wir uns erst im nächsten Teil an. Von daher, bis denn!